Hallo zusammen. Ich habe dieses Mal so ein paar Videos geschaut von anderen YouTuberinnen und habe festgestellt, dass Favoriten, also was die Ladies so mögen, ob das jetzt Fernsehserien sind, Klamotten sind, was sie sich so gekauft haben, dass das wahnsinnig beliebt ist. Und ich hatte ja schon ein Fashion-Video mit meiner Freundin Claudia für euch ins Netz gestellt und ich habe natürlich auch ein bisschen was gekauft. In Berlin allerdings nicht in dieser Boutique, sondern in einer anderen Boutique am Prenzlauer Berg. Zum Beispiel dieses Kleid. Das ist ein Kleid. Okay, ich stehe mal kurz auf. Ich sehe das mit meinem Oberkörper. In einer A-Linie geschnitten, geht bis zum Knie. Ein Jersey-Kleid von der Firma Klaus Dillgrad Düsseldorf. Dillgrad mit Kr. Kostet 129 Euro. Das sind die sogenannten beliebten Kofferkleider. Man kann sie waschen, also Jersey. Ein wunderbar anschmiegsamer, weicher Stoff, ein ganz toller Schnitt, also super, schmeichelt jeder Figur, selbst wenn man so ein paar Problemzonen hat. Hat hier also im Empire-Style, Empire-Stil, so einen Knoten, so eine Raffung, ja, das fällt dann so schön. Kann man, also ich liebe diese Kleider. Ich habe die damals in Hamburg, als ich längere Zeit in Hamburg war, entdeckt, diesen Designer. Weil sonst hatte ich immer diese Diane von Fürstenberg Kleider, die sind natürlich ein bisschen teurer. Das ist auch teuer. Ehrlich gesagt, so 129 Euro ist jetzt nicht H&M. Aber man kann sich jetzt auch drei H&M Kleider kaufen oder ein richtig tolles Kleid von einem deutschen Designer. Und der hat wunderschöne Prints auch. Also das sind sehr, sehr schöne Frühlingsfarben. Also ich bin wirklich ganz zufrieden damit. Wollte ich euch vorstellen. Dann habe ich noch gekauft drei Stücke, also zwei T-Shirts, sind so Basic-T-Shirts. Firma, keine Ahnung, ist so ein No-Name. Baumwolle in Schwarz. Ich halte das jetzt mal auf. Also es ist jetzt nichts Aufregendes. Es ist ein T-Shirt mit so einem sehr schönen Ausschnitt allerdings. Das finde ich toll. Sind hier, ne, so ein schöner Ausschnitt mit so einer kleinen Silber. Umkettelung. Ich habe es jetzt einmal gewaschen und vielleicht könnt ihr das sehen, das dröselt sich hier auf, auch am Arm. Es ist nicht gut verarbeitet und es war in der Boutique, wo ich auch dieses Kleid gekauft habe. Am Arm hat es auch diese Silberdinger da und hier unten. Also der ganze Saum ist so umkettelt mit Silber und nach einmal waschen im Schonwaschgang dröselt sich das schon auf. Qualität ist schön, weiche Baumwolle, kostete 29 Euro und das gleiche gute Stück habe ich nochmal in grün gekauft. Green, 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 ist grün zu grün, ne? Wenn Spanien jetzt blüht, blühen. Und dazu einen Rock. Das ist so ein Baumwollrock, den man auf der Hüfte tragen kann von La Fée, so eine französische Firma. Geht bis zum Knie. Ich habe jetzt mal kein Fashion-Video für mir gemacht, dass ich mich jetzt hier hinstelle und hier Schaulaufen mache. Ich halte es einfach mal in die Kamera. Ich fand, das passt sehr schön dazu oder auch ein Dunkelblau. Ein wunderschöner Sommerrock. Ich mag das, wenn es so auf der Hüfte sitzt. Da kostet es so um die 60 Euro. Grün, ihr seht, man hat so sein Farbmuster, ne? Green. Und dazu, das habe ich allerdings geschenkt bekommen, Das ist ein ganz süßes Armband hier, ne? Das ist so ein Perlenarmband. Ich mache das jetzt mal drum. Ein Perlenarmband. Passt toll zu dem Rock. Und ich halte immer hier in die Kamera diese Kette gegönnt. Eine längere Kette, skandinavischer, minimalistischer Style von der Designerin Pernille Corridon. Ich verlinke das mal. Gibt es auch eine Homepage dazu. Das ist aus der Serie oder aus der Kollektion Daylight, soll die aufgehende Sonne zeigen. Die aufgehende Sonne, die brauche ich gerade. Ich wollte die jetzt mal als Zusatzkette zu der, eine Kette, die einfach ein bisschen, naja, die so ein bisschen mehr auf dem Dekolleté liegt, weil wir jetzt im Frühjahr, Sommer ein bisschen ausgeschnittener gehen. Und ich fand die sehr ansprechend. Ich wollte schon was Rundes, jetzt nicht irgendwie was Eckiges, schon was Rundes irgendwie. Eigentlich hatte ich mehr an so eine Orchideenblüte oder so gedacht. Haben die, glaube ich, auch. Aber ich habe das in einem Geschäft ja gekauft. Da war jetzt nicht so viel Auswahl wie online zum Beispiel. Also wenn man in so einem Online-Shop
schaut. So, das sind jetzt meine Lieblingsstücke früher. Also dieses Kleid, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr Kleider mögt und in ein richtig gutes Kleid investieren möchtet, dann kann ich diesen Designer Klaus Dillkart seine Kleider wirklich sehr empfehlen. Und das ist jetzt nur privat gekauft. Ich habe das Kleid nicht zur Verfügung gestellt bekommen. Es ist meine freie Entscheidung, euch mitzuteilen, hey, hört mal, das ist ein toller Designer mit tollen Kleidern, super Qualität. Ich habe die schon jahrelang, also einige andere Modelle. Und der Schnitt ist eigentlich immer der gleiche, hat auch diese 7/8 Arme. Und es ist wahnsinnig bequem. Und man ist mit dem Kleid eben als Frau angezogen. Man kann das jetzt über eine Hose anziehen oder mit Stiefeln, mit Flipflops, egal. Auch jetzt, wenn es mal ein bisschen kühler ist im Sommer oder auch jetzt schon. Und der hat auch, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Farbpalette und Musterpalette. So, das waren jetzt meine Lieblingsstücke im Frühjahr. Was haben wir jetzt? April. Ja, also im März gekauft und fürs Frühjahr eben jetzt. Ne? Also mit diesen T-Shirts, muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Na gut, aber man kann doch nicht sagen, der Gut hat nur 29 Euro gekostet, da ist das in Ordnung. Aber ich finde es nicht in Ordnung, wenn sich so ein Saum, der war zwar nicht im Trockner, ne? Also wenn sich so ein Saum, wenn sich das so auflöst, ne? So eine Umkettelung, hätten sie besser machen können. Das ist ein bisschen schade, ich weiß es auch nicht, ich muss abschneiden die Fäden und schaue, wie lange es tragbar ist. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr so gerne tragt, also was eure Lieblingsstücke so sind. Ja, also man hat ja so, ob das jetzt eine tolle Lederjacke ist oder eine Jeansjacke oder eine tolle Handtasche oder tolle Schuhe, whatever. Ihr Süßen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch wie immer das Allerbeste, seid besonders gut zu euch. Für die Ladies, die neu auf meinem Kanal sind, ihr könnt gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren, würde ich mich sehr darüber freuen. In diesem Sinne das Allerbeste für euch und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Bye, bye.